Herzlich willkommen auf der Bühne an Jurek, Theodora, Marte, Pablo, Stefan, Emily, Hannel und Mika. Also jetzt, ich sag erstmal Hallo. Es scheint gerade noch kleine Probleme mit der Präsentation zu geben, aber ich denke, das ist gleich gelöst. Wir sind Cutifybot und unsere Namen wurden ja eben schon gesagt. Und ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich jetzt erzählen soll, bis ihr unsere... Ah, jetzt seht ihr es. Okay, dann hat sich das Problem gelöst. Dann können wir direkt die nächste Folie nehmen und du bist dran. Ja, warum brauchen wir eigentlich Cutifybot? Wie gerade eben schön gesagt wurde, ist es ein kleiner Freund, den wir mit im Alltag mit uns mitnehmen können. Unser Cutifybot ist ein kleines Roboter, den wir mit uns tragen, der unsere Emotionen präsentieren kann. Wenn es dir schlecht geht, soll es dich wieder glücklich machen. Denn Einsamkeit, Angst und andere negative Gefühle im Alltag zu verspüren, ist jetzt nicht so schön. Darum begleitet er euch und will diese negativen Situationen ein bisschen schöner machen und die Angst reduzieren. So. Danke. Ja, also als Programmiersprachen haben wir MicroPython benutzt und da haben wir uns viel mit der mit SetPixel auseinandergesetzt, was Pixel setzt, also ein Bild zu Pixel umwandelt, was ein bisschen schwierig war, weil man musste das irgendwie konvertieren. Und wir haben uns dann erstmal damit auseinandergesetzt, zu lernen, wie man das macht mit Einsen und Nullen. Eins war dann, dass das Feld weiß ist, Null war, dass das Feld schwarz bleibt. Und das haben wir dann geschafft und dann haben wir die Emotionen sozusagen, die wir auf also so gemalt hatten, die haben wir dann da in Z-Pixel reingetan und wir haben das dann leider, also am Ende ging das eine Emotion leider nicht, aber die andere ging. Alles, was bis jetzt erzählt wurde, war noch auf einem ganz nett geschriebenen Software-Mock von unserem lieben Mentor Timo alias TMT. Aber irgendwann will man es dann halt auch nochmal auf richtige Hardware umsetzen, sprich, dann war so relativ schnell die erste Aktion, dass wir ziemlich geschlossen in Makespace marschiert sind. Und Microcontroller waren dann so die ziemlich klassische Wahlen, ESP32-Board, in diesem Fall von Berrybase, aber man kann im Endeffekt eigentlich alles verwenden, solange man die Pins entsprechend anpasst. Und dann haben wir noch etwas gefunden, was so vielleicht sehr viele Herzen erfreuen könnte, nämlich ein LCD-Bildschirm von Nokia aus den guten alten 1990er Jahren, wie er noch in manch einem Handy von Nokia verbaut wurde, was irgendwie dann relativ schnell dazu geführt hat, dass das der Bildschirm unserer Wahl war, wie wir hoffentlich in einer Demo jetzt mal sehen könnten. Das wäre dann auch ganz nett. Ah, wunderschön. Was man hier sieht, sind zwei Sachen. Einerseits ist das hier ein kleines Entwicklungsboard, das Stefan noch gemacht hat. Das ist unser Hauptteil hier. Das ist im Wesentlichen hier unser ESP und dieser wunderschöne Bildschirm, der Nokia 5110. Du kannst ruhig anmachen. Und wenn das funktionieren sollte, sieht man jetzt hier ein kleines Gesicht. Ui. Man sieht auch schönerweise noch mit Backlight, da werden jetzt die Daten auf etwas komische Bytes, als etwas komische Bytes reingeschoben, das war ein bisschen Pain zu verstehen, aber danke Timo, dass du mir geholfen hast, das nachzubauen. Ansonsten möge Stefan noch ein bisschen was dazu erzählen, was er noch gemacht hat. Also, natürlich, wie er schon vorhin erwähnt hat, Hardware ist wichtig. Ohne Hardware gibt es keine Software, auf die man halt haben kann. Und deswegen habe ich mich an die Inputs gesetzt und habe die mit einem Raspberry Pi Pico geprototypt. Einfach nur aus dem Grund, dass beide dieser Boards zumindest von den Features, die uns interessieren, ziemlich ähnlich sind und wir die halt
wir ein Pico halt parat hatten. Das hat momentan 3 Knöpfe und ein richtig, richtig nerviges Mikro, aber dazu werde ich später kommen. Ja, ich kann das kurz demoen. Wenn ich das einstecke, dann sieht man, dann sollte... Ja, okay, jetzt sieht man es nicht wegen den ganzen Lichtern, aber diese LED ist an und je heller sie ist, desto lauter empfindet das Mikro das. Aber ich glaube, die Lichter sind hier gerade zu hell, dass man die LED erkennt. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob man die in der Kamera erkennt. Irgendwie, jawohl. Eigentlich... Schreit mal, vielleicht sieht man dann etwas. Ah, natürlich. Genau dann, wenn man es demon will, geht's nicht. I mean, dann kann ich den Hours Wasted on Microphone Counter nochmal um ein bisschen erhöhen. Ja. Ja, das hat jetzt ein bisschen nicht, das hat jetzt ein bisschen unseren Plan zerstört, aber egal. Wir machen weiter. Und jetzt kann, das ist jetzt ein perfekter Übergang zu den Schwierigkeiten, die wir hatten. Also ich habe ja schon erzählt, es gibt einen Total Hours Wasted on Microphone Counter. Dieser liegt momentan, wenn ich mich richtig erinnere, bei 38,5 Stunden. Also ja, das ist, ich kann gar nicht anfangen. Womit soll ich anfangen? Es gab so unglaublich viele Probleme. Wir haben zuerst ein Mikrofonmodul benutzen wollen, ging aber nicht, weil 5 Volt. Beide dieser Microcontroller sind 3,3. Dann haben wir es versucht mit Spannungsteilern, ging auch nicht. Jetzt das momentane System benutzt nicht mal ein Mikrofon, sondern einen Pieper. Also eigentlich macht man da ein paar Volt rein und dann piept das. Aber tatsächlich funktionieren Pieper herrlich als Mikrofone. Normalerweise. Also, ja, es gibt noch weitere Counter und insbesondere wurde eine halbe Stunde mit Fake Among Us Spielen verbracht. Noch irgendwie, ich glaube, 10 Minuten an der Stickmaschine. Also ja, es gab viele Time Wasted on X-Counter. Dann, das, wie Albert schon erwähnt hat, der Bildschirm. Der Bildschirm war die absolute Hölle. Man kann mit dem nicht einfach nur reden, sondern der Controller-Chip hat einen RAM und man muss das Bild in den RAM schreiben und dann sagen, dass er diesen RAM zum Bildschirm schicken muss, was so viele Probleme mit sich gebracht hat, aber ich glaube, ich sollte mal weitermachen und ja. Jetzt geht's weiter mit der Inspiration. Ja, aus Copyright-Gründen, glaube ich, müssen wir das erwähnen. Und zwar ist unsere Vorlage für die Präsentation, also den Hintergrund quasi, von der Seite Canva und dem Creator Ondo Studios. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wollen uns auch herzlich an unseren Mentees bedanken. Das wären da Timo, Jörg und Miles. Und wir hoffen, euch hat unser kleiner Cutie-Bot leicht den Tag versüßt.